So. Und ich bin dabei, mich mit meinen Worten von euch zu verabschieden, was ja letzten Endes kein trauriges Ereignis ist. Also ich stehe nicht hier und bin verzweifelt und sage, das war's nu, mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles das, was kommt. Ich bin natürlich des Öfteren gefragt worden, warum hörst du denn auf? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Es ist weder mein körperlicher noch mein geistiger Zustand. Die waren ja beide nie so doll. Aber ich habe zwei Gründe. Der eine wäre, es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Noch kenne ich sie alle, aber es ist doch ein Blödsinn, wenn ich sage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart? Und die sagen, die können beide nicht mehr laufen. Und insofern wäre es sinnlos, wenn man mir Gäste erklären muss, die auf die Bank kommen, aber ich kenne sie nicht mehr. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Insofern, Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, nicht nur bei meinem Publikum. Ohne das Publikum hätte alles keinen Sinn gehabt. Und nicht nur bei meinen gesamten Wettkandidaten. Dankeschön.